Fast kein Tag ohne schrille Schlagzeilen über Elon Musk. Jetzt sorgte der SpaceX- und Tesla-Chef für Aufregung mit kühnen Prognosen bezüglich seiner Elektroautofirma Tesla. Elon Musk behauptete, dass Tesla in der Zukunft möglicherweise einen Marktwert, einen Börsenwert von mehr als 4 Billionen Dollar haben könnte. Damit wäre Tesla mehr wert als Apple und der saudi-arabische Ölgigant zusammen. Wer diese beiden Firmen sind derzeit die börsennotiertesten, wertvollsten Firmen der Welt. Mehr als 4 Billionen Dollar, also könnte Tesla wert sein. Natürlich, Elon Musk selbst wäre dann wegen seines großen Anteils an Tesla-Aktien der erste Billionär der Erde. Klar ist aber auch, dass es möglich scheint, dass Elon Musk hier die Aktien einfach nur hochreden möchte und dann sie verkaufen möchte, um den Kauf der Online-Plattform Twitter finanzieren zu können. Denn gerade erst hat Elon Musk zugesagt, Twitter nun auch kaufen zu wollen um einen Preis von 44 Milliarden Dollar. Diese Transaktion macht Anleger von Tesla nervös. Der Aktienpreis ist gesunken in letzter Zeit, egal was Elon Musk hier sagt. Die Anleger und die Analysten haben hier ihre eigene Meinung. Die Sorge herrscht vor, dass eben Elon Musk hier Tesla anzapfen könnte, viele seiner eigenen Aktien verkaufen könnte für Twitter. Apropos Twitter, auch hier gibt es Aufregung, denn Elon Musk hat jetzt angekündigt, dass 3/4 der Belegschaft wahrscheinlich gehen müssen, wenn er die Online-Plattform letztendlich übernimmt. 75% der Arbeitskräfte, ein wirklich brutaler Schnitt, der natürlich bei Twitter und bei der Belegschaft für Entsetzen und Empörung sorgt.